Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Albert Einstein, die Relativität. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die goldene Seite der deutschen Medaille zeigen und pflegen, weil sie heute wenig bekannt ist. Bis 1914 waren wir weltweit bekannt und bewundert als das Volk der Dichter und Denker. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge einige vorbildhafte Persönlichkeiten aus Naturwissenschaften und Technik vor. Ihre Biografie, ihre Arbeit und die Folgen daraus werden kurz skizziert. Naturwissenschaften und Technik möchte ich näher bringen. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Hier ist das Inhaltsverzeichnis als Übersicht zur Dokumentation und zum Nachlesen. Ich habe 63 Personen ausgewählt und alphabetisch geordnet von Albertus Magnus bis Konrad Zuse. Albert Einstein, die Relativität. Zunächst zur Biografie. Albert Einstein wurde am 14. März 1879 in Ulm geboren und starb am 18. April 1955 in Princeton, New Jersey, USA, an den Folgen einer Bauchaortenaneurysmablutung mit 76 Jahren. Die Eltern waren Hermann Einstein und Pauline Einstein, eine geborene Koch. Beide stammten aus jüdischen Familien, die seit Jahrhunderten in Schwaben lebten. Der Vater und ein von ihm geliebter Onkel bauten in München, wohin die Familie bereits 1880 umzog aus Ulm, einen kleinen Betrieb zur Gas- und Wasserinstallation auf und später einen Betrieb für Elektrogeräte, der nur anfangs erfolgreich war. Nach dessen Insolvenz zogen sie 1894 nach Mailand. Der 15-jährige Albert Einstein blieb zunächst allein in München auf dem Gymnasium, wo er in den Naturwissenschaften hervorragend und in den Sprachen schwach war. Es kam zu Konflikten gegen die Disziplin durch seine Aufmüpfigkeit. Er brach 1894 die Schule vorzeitig ab und folgte den Eltern nach Italien, vielleicht auch, um der künftigen Wehrpflicht zu entgehen. Die Matura, die Reifeprüfung, holte er nach und begann 1896 ein Studium am Polytechnikum Zürich. Er verließ 1900 die Hochschule mit einem Diplom als Fachlehrer für Mathematik und arbeitete als Hauslehrer, um Geld zu verdienen. Hier eine Anzeige von ihm für Nachhilfestunden, das wäre der beste Nachhilfelehrer der Welt gewesen. Ab 1902 wurde er Angestellter im Schweizer Patentamt in Bern. Er heiratete 1903 gegen den Willen beider Familien seine Kommilitonin Mileva Maric aus Novi Sad in Serbien. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor, die bis 1965 und 1973 lebten. Bereits 1905 publizierte Einstein im Rahmen seiner Dissertation fünf entscheidende Arbeiten, unter anderem die spezielle Relativitätstheorie und die berühmte Formel E gleich m mal c Quadrat. Die Physiker nennen 1905 das Annus Mirabilis, das Wunderjahr. 1909 wurde er in Zürich Dozent für Physik und im gleichen Jahr Professor. 1911 erhielt er auch eine Professur an der Deutschen Universität in Prag, kehrte aber 1912 nach Zürich zurück. Er war dann schweizerischer und österreichischer Staatsbürger. 1914 gelang es Max Planck, Einstein nach Berlin zu holen, als Professor ohne Lehrverpflichtung. Niemand wusste von dem Schicksal, dass im gleichen Jahr der Erste Weltkrieg ausbrechen würde. 1917 wurde Einstein Direktor des Kaiser-Wilhelm-Institutes für Physik bis 1933. 1919 wurde die Ehe mit Mileva geschieden und Einstein heiratete 1921 seine Cousine Elsa Löwenthal, hier im Bild bei einer Fahrt im gleichen Jahr nach New York. Elsa Löwenthal brachte zwei Töchter mit in die Ehe. Die ersten Erfolge kamen.
Während der totalen Sonnenfinsternis des Jahres 1919 wurden Einsteins Voraussagen bestätigt, dass das Licht eines hinter der Sonne stehenden Sternes durch das Schwerefeld der Sonne abgelenkt und sichtbar würde. Das machte großen Eindruck in der Öffentlichkeit. Einstein wurde populär und erhielt 1921 den Nobelpreis für Physik. Hier das Schema einer solchen Gravitationslinse. Es zeigt, wie durch das Gravitationsfeld eines Objektes mit sehr großer Masse die elektromagnetischen Wellen und damit also auch das Licht eines fernstehenden Sternes, der sogar hinter dem Objekt stehen kann, abgelenkt werden und von einem Beobachter, zum Beispiel auf der Erde im Brennpunkt, wahrgenommen werden. Allerdings gibt es keine scharfe Darstellung, sondern eine unscharfe Wahrnehmung im Sinne sogenannter Einstein-Ringe. Albert Einstein entspannte sich in seinem Holzhaus, seinem Sommerhaus in Kaput bei Potsdam und bei Segeltouren auf der Havel in seiner geliebten Segeljolle. Vor und nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in Deutschland nahmen die Anfeindungen von mehreren Seiten zu, nicht nur aus der Politik, sondern leider auch aus den Wissenschaften, und Einstein beantragte seine Ausbürgerung. Die Konsequenz war leider, 1933 emigrierte Albert Einstein nach Princeton in New Jersey in die USA und erhielt dort eine Professur. 1936 starb seine Frau Elsa, erst 1940 erhielt er die amerikanische Staatsbürgerschaft. Er warnte vor der möglichen deutschen Atombombe und regte schweren Herzens Arbeiten an einer Kernspaltungsbombe an, ohne selbst aktiv daran beteiligt zu sein. Er war ein echter Pazifist und setzte sich vor und nach dem Krieg für den Frieden ein und für die friedliche Nutzung der Kernenergie. Ausdruck seines konsequenten Pazifismus war auch zum Beispiel dieser Briefwechsel mit Sigmund Freud zur Vermeidung von Krieg bereits 1930, also Jahre vor der Katastrophe. 1946 wurde Albert Einstein emeritiert, er arbeitete aber auch im Ruhestand noch weiter an der einheitlichen Feldtheorie und an der sogenannten Weltformel, ohne allerdings einen befriedigenden Abschluss zu erreichen. Das ist bis heute nicht geschafft worden. Er starb am 18. April 1955 im Krankenhaus in Princeton im Alter von 76 Jahren an inneren Blutungen aus einem Bauchaortenaneurysma, welches seit 1948 bekannt war. Heute wäre eine Operation möglich, damals war sie experimentell und wurde von ihm abgelehnt. Zum Werk von Albert Einstein und seiner Wirkung. Einstein entwickelte rein theoretisch-mathematisch, also mit Bleistift und Papier, die spezielle Relativitätstheorie 1905 und erweiterte diese zur allgemeinen Relativitätstheorie 1917. Hierin konnte er die Relativität, die Nicht-Unabänderlichkeit von Zeit, Raum und Masse zeigen und ihre gegenseitige Beeinflussung, ihre Relationen, wie sich Zeit, Raum und Masse gegenseitig beeinflussen und verändern können. In unserem täglichen Leben gelten die vertrauten Gesetze der Geometrie nach Euklid und der Mechanik nach Newton. In physikalischen Grenzsituationen aber, also bei sehr großen oder sehr kleinen Massen oder bei sehr hoher oder sehr niedriger Temperatur, oder bei sehr schneller oder sehr langsamer Geschwindigkeit, reichen diese nicht aus, wie Einstein zeigen und durch seitenlange Formeln mathematisch beweisen konnte. Spätere experimentelle Überprüfungen bestätigten seine Theorien, die zunächst nicht bewiesen waren. Ein solcher Beweis war folgender: Große Massen verändern messbar das sogenannte Raum-Zeit-Kontinuum. Das wurde 1919 bewiesen, als bei einer Sonnenfinsternis das Licht von Sternen, die eigentlich hinter der Sonne stehen, als Gravitationslinsen oder Einstein-Ringe sichtbar wurde. Die Erklärung:
Die Masse der riesigen Sonne hatte das Licht, eine elektromagnetische Strahlung, zugleich aber auch Photonen, also Masseteilchen, der Sterne abgelenkt und gekrümmt. Ferner berechnet die berühmte Formel E gleich m mal c Quadrat, also Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, die Umwandlung von Masse in Energie und umgekehrt bei nuklearen Spalt- oder Verschmelzungsprozessen. Hier sind die Bilder dazu von dem Weltraumteleskop Hubble, die Bilder von verschiedenen und verschieden großen Himmelsobjekten und um sie herum die schalenförmige unscharfe Darstellung von solchen Einstein-Ringen, also das Licht von Objekten, meistens Sternen, die hinter diesen großen Himmelskörpern stehen. Weiteres zum Gedankengebäude von Albert Einstein: Der dreidimensionale Raum und die eindimensionale Zeit sind miteinander verbunden zu einem vierdimensionalen sogenannten Raumzeitkontinuum. Auch sind Raum und Zeit nicht ewig und unabänderlich, sondern relativ zueinander veränderbar und auch veränderlich zu einem unterschiedlichen Beobachtungsstandpunkt. Da sie verbunden sind, beeinflussen sie sich bei einer Änderung auch gegenseitig. So können große Massen den umgebenden Raum verändern, dehnen und auch ihre Ortszeit verändern, dehnen. Auch hohe Geschwindigkeiten verändern die Ortszeit. Die Zeit läuft in unterschiedlich bewegten Systemen verschieden schnell. Im Folgenden einige Gedanken zu Raum und Zeit in diesem schönen Beitrag von Terra X. Einstein sagt, Zeit ist untrennbar mit dem Raum verbunden. Gemeinsam bilden sie die vierdimensionale Raumzeit. Und Zeit ist relativ. Bewegt sich ein Objekt mit hoher Geschwindigkeit in Relation zu einem ruhenden Beobachter, läuft die Zeit im bewegten Objekt langsamer. Die sogenannte Zeitdilatation ist zwar auf der Erde verschwindend gering, doch mit Atomuhren deutlich messbar. Noch stärker wäre der Effekt, wenn sich ein Raumschiff mit annähernder Lichtgeschwindigkeit bewegen könnte. Dann stünde die Zeit im Raumschiff beinahe still. Säße ein Astronaut darin, der einen Zwilling auf der Erde hätte, wäre der Raumfahrer nach seiner Rückkehr biologisch jünger als sein Bruder. Er wäre quasi in die Zukunft gereist, aber eben nur in die seines Zwillings. Was für uns nach Science Fiction klingt, ist mathematisch durchaus möglich. Eine Grundlage dafür bietet Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, der Einfluss der Gravitation auf die Zeit. In der Nähe großer Massen dehnt sie sich und die Raumzeit wird gekrümmt. Je mehr Masse, desto stärker die Krümmung. Aber ist sie auch so stark krümmbar, dass sich eine Art Tunnel bilden kann, von einem Ort in der Raumzeit zu einem anderen? Die Gleichungen der Relativitätstheorie lassen die Existenz solcher Wurmlöcher zu. Damit wären Zeitreisen theoretisch denkbar. Weitere wissenschaftliche Leistungen von Albert Einstein waren, dass er den photoelektrischen Effekt, also die Interaktion von äußeren Elektronen mit zugeführten Photonen, Lichtteilchen, erklären konnte durch die Lichtquantenhypothese. Hierfür und nicht für die Relativitätstheorie erhielt er den Nobelpreis für Physik 1921. 1924 sagte er zusammen mit Satyendranath Bose, einem indischen Physiker, 1894 bis 1974, einen quantenmechanischen Materialzustand in der Nähe des absoluten Nullpunktes voraus, der als Bose-Einstein-Kondensation bezeichnet wird. Diese Bose-Einstein-Kondensate konnten erstmals 1995 erzeugt werden und zeigen besondere Eigenschaften, so auch die Fähigkeit der Supraleitung. Das bedeutet ein elektrischer Fluss praktisch ohne Widerstand. Das war eine der Grundlagen für die neue Quantenphysik. Einstein stand dieser allerdings ambivalent gegenüber. Er respektierte sie, aber ihre Zufälligkeiten waren ihm zuwider. Sein Zitat: Ich bin überzeugt, dass der Alte, also Gott, nicht würfelt. Hier eine konkrete technische Anwendung solcher Bose-Einstein-Kondensate, also der Prototyp einer Magnetschwebebahn auf der Basis von Supraleitung
aus Dresden. Daneben betätigte sich Albert Einstein auch als experimenteller Physiker und Ingenieur. 1916 sagte er zum Beispiel die Entwicklung des Lasers voraus. Er verbesserte den Kreiselkompass und für eine Kühlmittelpumpe für Kühlschränke erhielt er im Jahre 1930 sogar ein Patent, hier im Bild. Politisch förderte Einstein die zionistischen Ideale zur Errichtung eines jüdischen Staates. Er ließ sich jedoch von ihren Organisationen nicht vereinnahmen. So lehnte er 1952 das Angebot ab, Staatspräsident von Israel zu werden. Er fühlte sich zunächst Deutschland verbunden durch seine Geburtsstadt Ulm und durch die Berliner Zeit und verbunden mit der Schweiz. Nach dem Kriege war durch die entsetzlichen Judenmorde seine Beziehung zu Deutschland zerstört. Er unterschied aber sehr wohl unschuldige oder aufrecht gebliebene Personen. Er kritisierte den Kapitalismus, wäre jedoch als Sozialist missverstanden. Im Nachkriegsamerika wurde ihm, wiederum zu kurz, Nähe zum Kommunismus unterstellt. In der Religion konnte er die Vorstellung eines persönlichen Gottes nicht annehmen, er war jedoch kein wirklicher Atheist, sondern hatte eine demütige Einstellung zu unserem Verstand und der Natur. Zum Abschluss noch einmal eine andere schöne Darstellung, eine Animation einer Einsteinschen Gravitationslinse. Ein schwarzes Loch im Vordergrund fliegt vor dem Hintergrund einer Galaxie vorbei, auch wenn es im Bild anders aussieht. Diese Galaxie bildet dann innerhalb des Einstein-Ringes und immer innerhalb dieses Ringes bleibend ein sekundäres Bild beim Vorbeiflug. Dieses bunte Kaleidoskop an Ingenieurwissen und Naturwissenschaften soll unseren Horizont erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die sich genial, tüftlerisch und wagemutig gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Zum Schluss dieses Vortrages sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel.